Guten Abend miteinander. Wir sind jetzt hier im zweiten Tischgespräch im Bank und wie ihr seht, hat es wieder Leute und man hört im Lokal nichts, aber man hört auf dem Livestream etwas. Und das sind halt die technischen Probleme. Wir tun ja da konzeptionell Social Media Ereignis und real existierende Ereignis im Lokal verbinden. Und das musst du, also da haben wir den Rudolf Elmer, genannt Rudi. Und da musst du dir jetzt bewusst sein, dass man dich auch sieht, dass die Kamera dich aufnimmt, da und dort. Wir haben den Werner Swiss Schweizer, der Regisseur von dem Film Offshore. Und der ist da zusammen mit dem Rudi, damit wir eine halbe Stunde reden über den Film. Jetzt langsam ist es auch mit dem Lautsprecher da, dass die Leute, die wollen, zuhören, können zuhören. Es ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll, ich kann euch das sagen. Aber das sind Anfangsprobleme, das sind Kinderkrankheiten. Man hat die auch sonst im Lokal, weil die ganzen Abläufe, das ist alles sehr kompliziert. Und es hat da schon frustrierte Gäste, die nichts hören und wollen etwas hören. Ich muss einfach all denen, die frustriert sind im Lokal, sagen, man muss es nachher auf dem YouTube-Kanal schauen. Aber es ist ein Protest, es freut mich sehr, weil das real existierende Event kämpft gegen Virtualität. Aber also, wir können da reden und ich möchte jetzt mal anfangen. Der Grund, warum ich eigentlich den Regisseur Swiss eingeladen habe, wir sind Nachbarn. Also Joint Venture Filmproduktion, die den Film gemacht hat, ist gerade das Haus nebendran. Nein, zuerst kommt die Staatsanwaltschaft und dann kommen wir. Die Staatsanwaltschaft ist sogar im gleichen Haus. Ja. Soundcheck, wir hören nichts, ja. Ja, die Leute protestieren. Eigentlich müssten die Lautsprecher da funktionieren. Wir müssen mehr Saft haben auf den Boxen. Man sieht, also ich kann diesen Leuten da innen, wenn ich ein bisschen laut rede, sagen, man sieht jetzt halt, was wichtig ist, Social Media, der YouTube-Kanal. Ja, ja. Eigentlich müssen wir es hören. Eins, zwei. Ja. Also. Ist besser. Vielleicht kann ich euch da noch kundtun, dass die zwei, die das da organisieren, sind zwei Studenten von der ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Ist vielleicht, ist man ein bisschen toleranter, wenn da der Lautsprecher nicht funktioniert hat. Das ist nämlich alles relativ komplex und das hat sehr viel mit Toleranz zu tun. Aber wir kommen jetzt wieder zurück zum gern, ja. Zum Film, genau, okay. Gern. Zurück zum Film, ja. Ja, und ja. Da haben wir ja einen zweiten Bezug zu dem Lokal, wenn man sagt, das ist ehemalige Credit Suisse Filiale. Das ist ein Whistleblower, wo das Nummer 2 war von der Bank Bear auf den Cayman Islands, wo etwas weiss, was die Banken gemacht haben, wo dann das erzählt hat. Und dann haben wir einen Dokumentarfilmer, der einen Film über das gedreht hat. Und eigentlich, wer den Film gesehen hat, weiss, dass sie sehr sich verbunden haben, die zwei. Und da möchte ich eigentlich den Regisseur fragen, die Gedanken dahinter, dass du so nah angegangen bist, ein Whistleblower, ein ehemaliger Banker, an dem, der erzählt, was da läuft hinter den Kulissen. Gut, ich muss sagen, als 25-Jähriger, wo wir da demonstriert haben an der Bahnhofstrasse und er vom Fenster oben runtergeschaut hat auf unsere Demo, da hätte ich, glaube ich, keinen Film über ihn machen. Aber inzwischen hat er mich links überholt. Er ist in der alternativen Liste und ich bin Mitglied der besitzenden Klasse. Interessant. Und wie siehst du das, Rudi, der Rollenwechsel? Heute bist du der Linksradikale und der Swiss ist in der besitzenden Klasse. Und vor 20 Jahren war es umgekehrt. Ja, also mich bezeichnen als Linksradikale würde ich jetzt auch nicht. Ich versuche einfach die Wahrheit zu sagen vom System. Ist ein bisschen übertrieben. Aber gewisse Leute haben mich natürlich schon versucht darzustellen als Terrorist oder was auch immer, oder rachsüchtiger Mensch, von dort Mensch, also von dort her sicher linksradikal, könnte man sagen. Der Rollenwechsel, ja, ich finde es spannend, also ich habe das gar nicht so bewusst erlebt, dass
den Weg, wo der Werner gegangen ist und dass wir uns dann irgendwann mal gekreuzt haben. Also ich auf die linke Seite über und er ist jetzt zum Kapitalist geworden. Aber nicht auf die rechte Seite. Ich bin nein, ganz also rechts vor. Nicht. Das muss man zugestehen, das hat er also nicht gemacht. Also er ist seiner Linie treu geblieben. Und ich glaube, darum hat er auch den Film gemacht, sonst hätte er den Film nämlich nicht gemacht. Ja, und das, man kann ja auch feststellen, dass weder Zürcher Justiz noch Bank Bär bereit war, da überhaupt nichts zu machen. Ja, das ist eigentlich eine Enttäuschung. Ich meine, das wäre ja die Möglichkeit gewesen, um zu zeigen, was ihre Position ist. Und zu den Vorwürfen, die ich gemacht habe, Stellung zu beziehen. Ich meine, international sind die akzeptiert worden, die Vorwürfe. Ich meine, da hat ganz grosse Zeitungen darüber geschrieben, wie The Guardian UK. Aber innerhalb von der Schweiz ist es das eigentlich nicht passiert und jetzt sieht es auch wieder so aus, wie die Staatsanwaltschaft oder auch eben die Bank sich jetzt nichts mehr sagt, weil sie haben eigentlich das erreicht, was sie haben wollen erreichen. Sie haben mich, ich würde das so sagen, juristisch gekreuzigt auf dem Paradeplatz. Es wird kein Schweizer Banker mehr in die den Weg machen, den ich gemacht habe. Also ich bin ein Rollmodell für das, was, man eben, was einem passiert, wenn man in der Schweiz über die Finanzwelt die Wahrheit sagt. Ja. Die Frage wäre einfach, Rudi, was wir jetzt auch in der Diskussion hatten zum Film, ob du das wieder würdest machen würdest. Würdest du das nochmals das Gleiche machen, wie es bisher gemacht ist? Ja, den Film würde ich auf jeden Fall machen. Also, das war eine tolle Zeit. Aber ich meine, was ich vorhin gemacht habe, ja, ich würde sagen, für mich persönlich würde ich das wieder machen. Was ich aber, das ist sehr egoistisch gesehen. Ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, ich habe eine Frau. Und wenn ich das jetzt berücksichtigen würde, dann muss ich sagen, nein, ich würde es nicht machen, ich würde es anonym machen. Ich fühle mich sogar schuldig gegenüber meiner Familie, gegenüber meinen Brüdern und so weiter. Weil was da medial auf uns losgekommen ist, also von psychisch krank diffamiert und weiss nicht was, ist meines Erachtens unter der Gürtellinie gewesen. Weil es gibt im Englischen einen schönen Ausdruck, wo man sagt, play the man and not the ball. Und das ist genau das, was passiert ist. Also man hat auf dem Mann gespielt in dem Fall und schlussendlich hat dann auch meine Familie sogar müssen darunter leiden. Und ich finde, das ist nicht mehr zeitgerecht. Ich glaube, die Hexenjagden sind vorbei in der Schweiz. Ich hoffe es wenigstens, aber so wie ich es erlebt habe, gibt es es eben noch. Also du würdest den internationalen Trend bestätigen, dass ein Whistleblower wird einfach vertrampt? Ja, absolut. Also das ist natürlich nicht nur jetzt in der Schweiz so, sondern auch in der EU gibt es ja noch keine echte Gesetzgebungen. Bei den Amerikanern sind wir langsam so weit, dass die Whistleblower anerkannt sind und auch die entsprechenden Prämien bekommen, wobei ich das jetzt zum Teil auch ein bisschen überrissen finde, weil das müsste nicht sein, aber dort sind sie dran am Anerkennen von Whistleblower, insbesondere im Finanzbereich. Ja. Jetzt ist es so, dass der Film, den der Swiss gemacht hat, tut dich ja eigentlich in einem verständnisvollen Licht, sagen wir es mal so, darstellen. Man kommt langsam an dich näher her und man sieht dann, was du für ein Mensch bist, was du gemacht hast. Aber insgesamt ist es eigentlich so, empathisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in einem positiven Licht. Jetzt hast du aber auch anders erlebt, medial, in diesen 10 Jahren, wo du da schon erstmals auftreten bist als Whistleblower. Jetzt ist ja die Frage, wie denkst denn du, wenn der Whistleblower Rudi Elmer vertrampt worden ist von der Justiz. Wie ist denn das mit den Medien, Mainstream-Medien? Was würdest du da sagen? Wie bist du behandelt worden von der grossen Zeitung und vom Fernsehen? Also, man muss jetzt immer eingrenzen, ob jetzt in der Schweiz passiert ist oder im Ausland, oder? Und jetzt auf die Schweiz bezogen, habe ich mich eigentlich sehr unfair behandelt gefühlt, weil es hat nur eine Zeitung gegeben, die über einen Sachverhalt geschrieben hat und das ist also du, Can, hast ja über die Moonstone Trust geschrieben gehabt, Pietro Sopino. Das ist der einzige Fall, aber wir hatten noch ein paar andere Fälle drin gehabt, zum Beispiel Artur Augusto Chaparro. Ich meine, das ist ein Drogenhändler, ein Polizeioffizier, der verantwortlich war, gemacht worden ist für 140 bis 500 Ermordungen von Bauern. Also der hat die Bauern
hat die, gefoltert lassen und hat sie dann halb lebendig mit dem Helikopter im Meer abgesetzt. Und dann hat es noch ein paar andere solche Kunden gehabt, die wirklich ein Strafregister gehabt haben, wo man sagen muss, okay, da ist dann schon sehr viel kriminelle Energie rum. Ja. Ja, weitere Frage, du sagst Frage. Ich meine, du hast ja Swiss als Dokumentarfilm, hast du natürlich alle Zeitungen müssen lesen, alle Artikel müssen lesen. Ja. Ich würde sagen, kaum einer hat so einen Überblick über das, was alles geschrieben worden ist, oder? Ja. Und das Muster ist einfach immer das Gleiche. Oder? In der Schweiz werden die Whistleblower fertig gemacht. Also nicht nur ein Rudi Elmer, auch ein Jean Ziegler hat seine Auflagen von seinen Büchern im Ausland gemacht, nicht in der Schweiz, oder? Also quasi die Nestbeschmutzer, die werden in der Schweiz ignoriert, oder? Eigentlich wie der Film auch. Dann glaube ich, das grosse Publikum weiss zwar irgendwie, dass das an die Schweizer Bank irgendwie Dreck am Stecken hat, aber eigentlich will man sich nicht damit auseinandersetzen. Ja. Und ich denke, medial ist es auch so gesehen, im Ausland, Spiegel, Guardian und so weiter, ist die Geschichte von Rudi auch in den USA sehr ernst genommen worden. Man hat es nachgeprüft, man hat ihn als ehrenhaften Mann dargestellt, der nicht auf Geld aus ist, der nicht Erpressung gemacht hat, der versucht hat, Transparenz hineinzubringen in das System. Aber in der Schweiz wird das ignoriert. Also die Schweizer Medien haben kein Interesse an Selbstkritik. Und das geht weiter, das geht bis heute. Und ich glaube auch, die ganzen Veränderungen, die es jetzt gegeben hat, in Bezug auf Bankgeheimnis, das ist alles nur auf Druck vom Ausland gekommen. Selbstregulierung in der Schweizer Banken in Bezug auf Geldwäscherei, das funktioniert einfach nicht. Punkt Schluss. Die Schweizer reagieren nur, wenn sie Schläge überkommen vom Ausland. Und das ist halt so. Und das sieht man auch ein bisschen im Film. Also würdest du sagen, das ist eigentlich Medien, sind in Kollusion mit den Banken oder wir alle? Nicht nur die Medien, das hängt da zusammen mit dem Zustand der Linken. Dass die Linke in der Schweiz einfach nicht über ihre 25-30% auskommt. Und das zwar seit den 70er Jahren. Bankeninitiativen ist 25%. Sie sind quasi kritisch gegenüber den Banken. Und ich glaube, das ist bis heute so. Das ist zeigt als Zeichen die Stärke oder die Schwäche eben von der Schweizer Linken. Oder? Die wären in anderen Ländern, glaube ich, Deutschland und so, doch einiges stärker und fundierter als in der Schweiz, oder? Ja, absolut. Da könntest du aber auch noch Folgendes. Könntest du da bemerken, dass quasi der Ast, wo du drauf hockst, sagst du ab, oder? Ich meine, im Film sagst du, Rudi, du hast gut verdient, oder? Du bist irgendwie aus dem Kreis 5, hast du eine gute Ausbildung machen, du hast in die Welt rausgehen, du hast das Bankbusiness lernen. Du hast irgendwie einen guten Zahltag und einen fetten Bonus drauf gehabt und hast gut gelebt. Und das gilt im übertragenen Sinn ja für alle. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass das Bankwesen an und für sich schlecht ist. Oder? Es geht ja vor allem um die Funktion des Bankgeheimnisses, die mithilft, quasi, dass man eben so unsaubere Geschichten kann machen kann, Schwarzgeld kann verstecken, nicht versteuertes Geld kann verstecken, Drogengelder, kriminelle Gelder kann verstecken. Gegen eine effiziente Bank habe ich nichts. Und ich glaube, das ist ein Irrtum, wenn man das Gefühl hat, wenn die Schweiz Bankgeheimnis nicht mehr hat, dann verlieren irgendwie 40-50'000 Bankleute ihren Job. Ich finde, das ist vollkommen falsch. Das ist Panik machen. Die Schweiz ist nach wie vor bekannt für ihre effizienten Dienstleistungen. Und das wird auch weiterhin sein, wenn das Bankgeheimnis nicht mehr so stark ist, wie es jetzt ist. Fragt sich nur, ob effiziente Dienstleistung ohne Identitätsverschleierung auch noch funktioniert, oder? Das ist natürlich eine offene Frage. Ja. Weil effizient sind die anderen auch. Ja, aber bin nicht so sicher. Weißt du, es ist gerade, was auch der Rudi sagt, Cayman Islands, andere Steuerparadiese und so weiter, wo x-tausend Firmen sind, oder? Dort ist kein Rappengeld um. Also auch die Kunden haben kein Vertrauen in die Steueroasen. Wir benutzen sie zwar, aber das Geld ist nach wie vor in der Schweiz, weil man einfach da das Vertrauen hat, weil wir eben keine Revolution haben, weil wir nicht jeden dritten Tag einen Streik haben. Also wir sind nach wie vor ein Hort der Sicherheit und das haben die Reichen gern, oder? Ja, das ist absolut der Fall. Ich meine, wenn wir den Zahlungsverkehr anschauen, der Zahlungsverkehr ist etwas vom Zentralen im Bankgeschäft und der Schweizer Zahlungsverkehr ist wahrscheinlich einer der besten in der Welt, das kann man heute sicher sagen und das ist so. Und wenn wir jetzt dort anschauen, was jetzt in Diessenhofen passiert ist, dass man dort ein neues SWIFT-Zentrum gebaut hat
wird man auch dort den Zahlungsverkehr über das Swift-Zentrum laufen lassen. Das hat natürlich einen taktischen Zug von der Schweizer Banken, dass man das in Diessenhofen gemacht hat. Weil Swift als solches ist ja basiert in Brüssel und rapportiert auch nach Amerika. Darum den Zahlungsverkehr in die Schweiz hineinzunehmen, jetzt über das Swift-Zentrum in Diessenhofen, ist ein Schachzug von der Bankenwelt, der dazu auch führen wird, dass die Schweiz auch noch sicher und einen guten Ruf und eben effizient ist. Und ich meine, das Bankgeheimnis besteht ja immer noch. Wir sind ja noch nicht, ich weiss ja noch nicht, was du auf deinem Konto hast, oder? Und was ich auf meinem Konto habe. Also, im Inland funktioniert das im Inland. Das weisst du auch in anderen Ländern nicht, wo es Bankgeheimnis haben. Ja, vielleicht hat es ein bisschen übertrieben gesagt, das ist richtig, ja. Aber wenn wir jetzt in Deutschland anschauen, hat die deutsche Steuerbehörde hat natürlich Zugriff auf die Bankkonti, was ich jetzt auch ein bisschen, es geht meines Erachtens zu weit, aber die Steuerbehörde in Deutschland kann auf die Bankkonti von deutschen Bürger und Bürgerinnen zugreifen. Also dann meinst du, am Schweizer Bankenplatz, Finanzplatz geht es eigentlich gut und der Verlust vom Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland ist eigentlich nur positiv, weil man dann moralisch besser dasteht und auch besser kann schlafen. Ja, also ich meine, der Verlust vom Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland ist natürlich auch nur beschränkt. Also wir haben 194 Länder auf dieser Welt und das ist mehr oder weniger in Europa, wo der automatische Informationsaustausch sollte funktionieren, wo wir in 2-3 Jahren einführen. Wobei auch der hinkt ja schon wieder hinten drin. Also von dort her ist die Schweiz immer noch gut positioniert. Und wenn man anschaut, wie sich Europa entwickelt und wie stabil das die Schweiz ist, also der Schweizer Franken wird immer noch eine Fluchtburg bilden für die nächsten 4-5 Jahre. Oder? Ja. Das heisst, du hast eigentlich einen optimistischen Ausblick? Ja, im Grundsatz schon, ja. Würde ich das ist interessant. Welt, oder? Optimistisch für die Schweizer Banken. Für die Schweizer Banken. Also meine, die Private Banking, die kleineren, das ist vielleicht die Problematik. Oder? Dort, die werden nicht mehr können die Geschäfte machen, die sie früher haben können machen. Weil die sind vor allem die, die man dann angeht, wenn jetzt ein Kunde kommt und dreckige Gelder hat, dann wird er zuerst bei der CS oder bei der UBS oder was, auch HSBC, bei den Grossbanken einen Job versuchen, das Geld zu platzieren. Und wenn es dann nicht geht, geht er dann zu kleineren Instituten. Also geht die Strasse ab. Und das ist jetzt heute halt leider schwieriger geworden, dass man eben die kleineren Institute, Geldwäscherei oder sogar Steuerhinterziehung ist ja eine kleine Sache. Was würdest denn du sagen, wenn jetzt einer von Shanghai kommt und dort eine Kundenliste bringt? Oder wie du es gemacht hast von den Cayman Islands? Würdest du das begrüßen? Ja, ich meine, Kundenliste. Oder. Wir reden vielleicht besser von CDs, oder? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wir reden von CDs. Ja. Einfach Geheimnis ausplaudern, wo der Betreffende nicht will, dass man es weiss. Und weil jetzt ist ja die Dynamik ist ja eher in Asien. Und kannst sagen, dass man dort könnte mit einem Time Gap von 10 Jahren das gleich machen, wie du gemacht hast in Cayman Islands? Ja, ist denkbar. Es wird sicher noch mehr geben, nicht nur in Asien, sondern es ist gerade jetzt etwas im Tun, wo ich weiss, es wird im April rauskommen, das wird eine größere Sache werden. Und wenn jetzt, sag mal, jemand von den Shanghai oder Singapur oder weiss nicht was bringt, ja, das wird dazu führen, dass natürlich weitere, so sagen, ein Türchen zugetan wird, oder? Dass man kann Steuerhinterziehung oder Betrug betreiben über die Zentren. Aber das, meines Erachtens ist das eben auch wieder nur 1-2 Länder. Also wir müssen das irgendwie global anpacken, oder, die ganze Geschichte. Beziehungsweise wir müssen ja eigentlich die Leute, die das machen, also das sind jetzt Anwälte oder Banker, die müssen einfach können mit Gefängnisstrafen müssen rechnen, oder? Und die müssen auch ins Gefängnis gehen für das, was sie machen. Sanktionen gegenüber anderen Staaten, wo Cayman zum Beispiel ist ja jetzt schon wieder weg mit dem automatischen Informationsaustausch oder Informationen überzugeben. Das ist jetzt gerade kürzlich, gestern glaube ich, rausgekommen, hat die Süddeutsche Zeitung einen grossen Artikel über das geschrieben gehabt. Also man muss wirklich mit radikalen Mitteln dahinter gehen, um die Verdunklungs- und Verschleierungsoasen auszudrücken. Ja. Interessant, dass es einer sagt, der selber sehr lange Untersuchungshaft ist. Ja. Also ich habe vorhin auch gedacht, du hast ja als Regisseur mit deinem Dokumentarfilm hast du ja irgendwie mitgeholfen, ihm, oder? Dass er mit seinem Programm vorankommt.
Also er wird wahrgenommen, er wird irgendwie international sogar wahrgenommen. Wir wissen, bei dich, Rudi, gibt es auch in Belgien Dokumentarfilme, du kommst überall im Fernsehen. Und eigentlich in der Schweiz wird der Rudi relativ am wenigsten wahrgenommen. Das ist für mich von außen eigentlich frappierend. Ausser jetzt der Film von dir, klar, ist im Fernsehen gekommen und Artikel sind geschrieben worden. Aber wenn man schaut, du bist in Brüssel, bist du irgendwie ein Experte, der dort denen sagt, oder? Und in der Schweiz hast du doch die Finanzierung bekommen von den offiziellen Kanälen. Und wie würdest du das sehen? Dass er in der Schweiz relativ weniger wahrgenommen wird. Gut, es hat jetzt schon zugenommen. Und ich glaube, also, den Film haben es doch auch einige tausend Leute gesehen. Wir haben sehr viele Diskussionen gehabt, auch nicht alle, die aus der gleichgesinnten Ecke. Und also, es hat sicher ein bisschen ein Verständnis gebracht vom Rudi in seiner Position. Also, ich wollte nicht unbedingt gerade eine Rehabilitierung in diesem Sinn machen, aber mich hat ja oft aufgeregt, dass wie man mit dem Rudi umgeht, wenn man vergleicht, wie man mit anderen Steuergeschichten umgegangen ist, mit der UBS, Bankgeheimnis, wo man einfach dass der Amis gegeben hat, oder? Und am Rudi tut man jetzt ein Exempel statuieren. Das ist das, was mich am Anfang aufgeregt hat. Und glaube ich, die Diskrepanz, die Leute, die ins Kino kommen, die das gesehen haben, die sehen das, die sind mehrheitlich auf dem Rudi seiner Seite. Auch. Wir haben da kritische Fragen gehabt, wir fragen, wie weit darf die Selbstjustiz gehen. Aber grundsätzlich ist eigentlich bis weit in bürgerliche Kreise ein Verständnis da für den Rudi. Und das, finde, das hat man jetzt auch in den Medien gesehen. Und Konstantin Seib, sein Artikel im Tagi, die ganze Seite über ihn unter dem Titel «Der Pionier», ist eigentlich sehr wohlwollend gewesen. Also da hat sich schon ein Stimmungswandel ist da passiert, in meinen Augen. Ja. Und wenn der Film wird ja in einem Jahr, glaube ich, noch im Fernsehen ausgestrahlt, dann haben wir natürlich noch einige tausend Leute mehr, die das sehen, dann sind auch wieder die Prozesse durch. Also ich glaube, es hat schon jetzt einen Wechsel stattgefunden in der Beurteilung von Rudi Emmer als vor 2005, 2008, wo man ihn einfach wirklich nur als Nestbeschmutzer anschaut. Mhm. Also da könnte ich vielleicht noch mal betonen, auch wenn man den Film gesehen hat, also man muss sagen, das ist auch Gerechtigkeitsempfinden, würde ich sagen, wo da sehr schwer gestört wird, dass du 6 Monate in Untersuchungshaft gewesen bist, wegen Verdacht auf Missachtung vom Bankgeheimnis, während dem Grossbanken 1000 und 10'000 Mal das Bankgeheimnis gebrochen haben, mit mit der Bewilligung vom Bundesrat und vom Parlament. Hm. Und dass irgendwie die Justiz einfach sich auf den Formalisten, also sagt, ja, das Bankgeheimnis gibt es, dann tun wir die Kleinen aufhängen. Also wirklich ein klassischer Fall. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man das nochmal betont. Die Kleinen hängt man auf, die Grossen lässt man laufen. Das sieht man da exemplifiziert am Fall von Rudi Emmer. Ja, dazu kann man natürlich schon sagen, dass eben der Fall ja das Bild von der Justiz zeigt und öffentlich macht, aber auch die Medienseite zeigt. Und natürlich Bankenseite, oder? Das wird transparent gemacht. Und das finde ich, das ist ja für mich auch die Möglichkeit, die Botschaften zu senden, die ich senden will. Und ich kann auch heute, bin ich der Überzeugung, gut, ich kann, die Medien sind mit mir schlecht umgegangen, aber man hat mich gehört, oder? Schlimmer ist, wenn man als Whistleblower nicht gehört wird, wenn man nicht über ihn schreibt, oder? Gut, wenn es jetzt Nestbeschmutzer oder was es auch immer war, ist, mich hat man gehört. Das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man runtergeht, oder? Und dass man nicht gehört wird. Also es hat mir mal ein Präsident von der Coca-Cola gesagt, von Europa, hat gesagt, schau, schlechte Werbung ist auch gute Werbung. In 6 Monaten, wenn Coca-Cola eine schlechte Werbung hat, in 6 Monaten ist das weg. Die Leute haben in den Köpfen Coca-Cola als etwas Gutes. Ja. Ich hoffe, dass man jetzt in diese Richtung geht, in der heutigen Zeit, dass man eben die Notwendigkeit sieht von Whistleblower, dass das positiv ist im Sinn von, wenn man die FIFA anschauen tut, wenn man Volkswagen anschauen tut. Im Volkswagen haben so viele Ingenieure und weiss nicht, haben gewusst, was da läuft. Und niemand hat etwas gesagt, dass die Gesellschaft das eigentlich braucht. Leute, die rausstehen, ein Gesicht haben und zu etwas stehen und sagen, so ist die Situation. Weil der gesellschaftliche Schaden, der da verdunkelt und verschleiert wird von Grosskonzernen, ist erschreckend, oder? Das wäre ja ein Plädoyer für Zivilcourage, das du da machst, also ganz allgemein. Ja. Dass du sagst, man muss
einstehen für seine Sachen. Also ich meine, ich habe dich ja vor 10 Jahren schon kennengelernt, ja. Das sagen. Und es war dort schwierig für dich, von außen gesehen, wie ich das angeschaut habe. Und du würdest jetzt also nach diesen 10 Jahren sagen, die grösste Lektion für dich ist, und ich meine, das ist ja für alle, das würde auch für die da rein gelten, dass man muss herstehen für das, was man denkt. Ja, das ist eben so. Wenn die Sache kein Gesicht hat, dann geht das unter. Nur mit dieser Problematik in der heutigen Gesetzgebung, dass eben die Leute, die Wahrheit sagen über ein System, nachher so behandelt werden, wie ich behandelt worden bin und so weiter, kann man das nicht machen. Da muss man es anonym machen. Und ich empfehle heute, das jedem anonym zu machen, aber ich kann Ihnen sagen, das kann ich Ihnen heute so sagen, wenn das so läuft mit dem Anonymen, dann haben wir mehr und mehr CDs und mehr Vertrauensverlust, weil wo das passiert. Weil unser System in der Wirtschaft basiert auf Vertrauen. Und wenn man dann nur noch so eine Daten rausgibt, es muss ja nicht nur Kundennamen sein, es kann der Geschäftsgeheimnis und weiss nicht was sein, dann wird es eben der Gesellschaft einen gewaltigen Schaden geben. Ich sehe schon. Der Jean Zieger sagt ja in dem Film von dir, du sagst, du typisch Schweizer. Und ich meine, das tust du jetzt da wieder bestätigen, Rudi. Ja, ich bin natürlich im Herzen bin ich schon Schweizer. Also ich bin ja im Ausland und ich habe in verschiedenen Ländern gearbeitet. Mich hat mir immer etwas als Besonderes angeschaut. Eben, weil ich Schweizer bin. Also ich bin ja nicht besonders, ich bin auch nur ein Mensch. Aber dort hat man nach Ruhe geschaut und denkt, das ist ein Typ, der Meinung hat und sich durchsetzt. Und zur Sache steht. Aber so hat man mich im Ausland auch erlebt, ob jetzt das in Cayman unten war. Dort habe ich den Job verloren, im Mauritius und schlussendlich dann auch, wo ich Problematik gesehen habe. Aber was soll's, oder? Ja gut, was soll's? Ich meine... Das bin ich und ich will mich sein. Und ich kann ja sagen, über den Weg, den ich jetzt gegangen bin, die letzten 15 Jahre, habe ich mich selber als Person wieder gefunden, oder? Ich bin wieder Mensch geworden, würde ich sagen. Ich habe gewisse Sachen nicht mehr... Muss ich nicht mehr unterdrücken, weil sie früher haben müssen unterdrücken. Ich konnte zuhause nicht können mit meiner Frau über Bankgeschäfte schwätzen und sagen, das macht mich jetzt gütig oder ich kann das nicht machen, ich muss wieder etwas bestätigen, wo nicht richtig ist und so weiter. Oder? Ich habe das nicht können. Oder? Und das hat für mich, ich bin natürlich, das hat mich frustriert innen raus, als Mensch. Oder? Also, und heute bin ich draußen, jetzt kann ich darüber reden, oder, über das Thema. Das wäre eigentlich ein guter Schlusspunkt. Weil unsere Halbstunde ist schon fast vorbei, dass du sagst, man muss es machen und dann geht es weiter. Und wer sich interessiert, noch mehr zu wissen vom Rudi, den Film vom Swiss anschauen, der läuft jetzt. Moment noch, den müssen wir jetzt noch schauen. Über Ostern läuft er noch. Und dann gibt es ja auch das Buch von Carlos Hannemann, wo wir müssen uns aufmerksam machen. Ja. Du hast recht. Und da gibt es eine Veranstaltung am 1. April im Neumarkt. Über das Buch und über den Film. Ja, also am 1. April, ich darf es nochmal wiederholen, im Theater am Neumarkt, am 8. Das Buch von Carlos Hannemann über den Fall Elmer. Die gleiche Thematik, wo wir heute über den Film Offshore geredet haben. Damit sind wir am Ende. Und es ist in den nächsten Donnerstag, am nächsten Donnerstag um 17:30 ist das dritte Tischgespräch programmiert und mit dem sage ich allen Ciao, die am Livestream das geschaut haben und die, die das da innen zugelassen haben im Bank Helvetia Platz. Ciao miteinander. Dankeschön. Jetzt habt ihr verstanden. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Das ist das letzte Mal, oder?